Hallo und herzlich willkommen bei Schapinator.de, dem Versender von Messerschleifgerät, Messerschleifzubehör nach Deutschland, Österreich und Europa. In dem Video heute möchten wir folgendes Messer schleifen, ein Manly Wasp. Das ist mein EDC, Everyday Carry, also kurz gesagt, was ich immer dabei habe. Warum ich das so gut finde, es ist klein, es ist sehr handlich und ich habe das bei mir in der Tasche, also hier habe ich jetzt mein Mikro. Aber wenn ich das hier drin habe, ich spüre es gar nicht. Ja? Anders als ein Handy oder ich hatte auch andere Messer schon gehabt. Man hat es wirklich sehr stark gespürt. Aber bei dem hier, ich habe es immer dabei, muss immer nachschauen oder überprüfen, habe ich es überhaupt dabei, weil ich das wirklich an der Stelle, auch wenn man sich hinsetzt und so weiter, man spürt es nicht. Es ist auch nicht schwer, knapp 79 Gramm. Hat ein 14C28N Stahl. Sagt mir gar nichts, ich bin da jetzt nicht besonders in Stählen drin und was ich weiß ist, dass es nicht rostet, also zumindest bei mir nicht. Und die Klingenlänge ist 7,5 cm und das finde ich ein bisschen schade. Das heißt, letztens, als ich geschäftlich verreisen musste, konnte ich das nicht mitnehmen. Also auch wenn ich geschäftlich unterwegs bin, habe ich das immer dabei. Das ist immer da irgendwo ein Kabelbinde aufschneiden, hier einen Karton aufmachen und so weiter. Das ist wirklich sehr praktisch mit dem. Aber als ich dann geflogen bin und nur Handgepäck dabei hatte, konnte ich es nicht mitnehmen. Ansonsten, was kann man dazu sagen? Ja, insgesamt also 4,5 oder 7,5 cm die Klingenlänge. Mit dem Griff zusammen sind es 17 cm oder 17,6. Liegt sehr gut. Ich habe keine kleine Hand, Handschuhgröße 10, 11 und liegt gut in der Hand. Ja, natürlich ist es jetzt kein Haut drauf Messer oder so, aber für so Kleinigkeiten, für so ein Bürohengst wie mich, der meistens im Büro oder im Lager unterwegs ist, und ist es ein super Messer. Das Klingenmaterial oder die Griffschale ist ein G10, sagt mir nichts. Also um ehrlich zu sein, ich habe mich mehr mit Messerschleifen und Schleifstein beschäftigt als mit Messer, aber ich merke, dass ich mehr und mehr mich auch mit sowas beschäftigen werde, weil das auch schon interessant ist. Man kann es nicht mit einer Hand öffnen, also das geht wirklich bei bestem Wille nicht, das heißt in Deutschland kein Problem. Und das wollen wir heute schleifen. Das Besondere beim Schleifen an diesem Messer ist, dass ich diesen abfallenden Klinge habe, das heißt ich habe nirgendwo an der Stelle, nirgendwo eine parallele Kante. Ja, und das ist dann natürlich herausfordernd beim Einklemmen, denn wenn ich das jetzt hier, wenn wir uns das schauen, hier einklemme und das ist jetzt liegt auf der Seite auf, dann habe ich hier einen anderen Winkel als hier. Aber es gibt eine Möglichkeit. Und zwar hier, dieser Bereich, das ist natürlich parallel, ist hier genauso dick wie da. Und das werden wir auch ausnutzen. Damit werden wir unsere Parallele einstellen. Was ich schon gemacht habe, ich habe beide Klemmen auf eine Seite gemacht, weil bei dem Vorstellungsvideo des Kadett Pro, als ich das eingerichtet habe und das Messer eingespannt habe, habe ich gemerkt, und zwar werden wir das hier mit 19 Grad je Seite schleifen, habe ich gemerkt, dass ich an der Kante, also hier bei dieser, an der Kante hier, gegen die Klemme gekommen bin. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen ist das Messer jetzt hier so, oder die Klemmen auf einer Seite. Wenn wir das Messer einspannen, ich habe ja gesagt, dass wir hier diese parallele Stelle haben, das heißt, ich stelle das Messer hier so dagegen und dann natürlich die Frage, wie tief, so natürlich nicht, wie tief und wie weit stelle ich es raus und natürlich mit welchem Winkel hier. Man könnte das entweder das so einstellen, dass diese Klinge hier parallel ist, so, dass das hier parallel ist, aber man sagt eigentlich, diese Stelle von der Schneide und die Spitze sollten parallel sein, das heißt ungefähr so. Und so werden wir das Messer auch einspannen. Das heißt, wir fangen hier erstmal an, damit wir die Parallelität haben. So. Schauen, dass das ungefähr parallel ist. Und auch da, das Messer ist jetzt, ich hatte es ja gesagt gehabt, das werde ich, nutze ich im Tageseinsatz. Da ist es mir jetzt, kommt es mir nicht so drauf an, dass es 100% perfekt ist. Unser Messer ist eingestellt, es ist fixiert und was ich noch zeigen möchte ist, ja, das Messer wird benutzt. Da sieht man diese ganzen Ausbrüche, die wollen wir natürlich weg haben. Das heißt, wenn das Messer schon in so einem Zustand ist, da werden wir natürlich mit dem ganz, ganz groben Schleifstein beginnen. Und in diesem Fall werden wir die Standardschleifsteine nutzen von TIS Prof.
Und wir fangen da wirklich mit einem 150er an, um diese ganzen Macken erstmal rauszuarbeiten. Ja, auch die Spitze sieht gar nicht gut aus. Ihr seht, wie die Spitze da ist. Also vorne ist was abgebrochen. Das werde ich nicht reparieren, weil sonst müsste ich wirklich so viel wegtragen. Das ist für mich nicht wichtig. Für mich ist wichtig, dass ich das Messer weiter nutzen kann und dass es wieder scharf ist. Okay, eingespannt ist es. Wir haben unsere Schleifsteine und fangen da mit dem Extra Course an. Das ist der 150er. Der wird eingespannt. Beziehungsweise bevor wir den natürlich einspannen, hier einmal die Dicke. Den dicken Ausgleich. Warum? Weil ich mache das schon nachher mit Stroppy Stuff. Gehen wir daher. So, einmal die Dicke. Den dicken Ausgleich eingestellt. So, und jetzt können wir... Jetzt geht's dran. Wie stelle ich den Winkel ein? Der Winkel wird folgendermaßen eingestellt. Starten und nullen. Ist genullt. Und jetzt... So, stellen wir das hier drauf. Einmal den Hebel lösen. Und wir schauen, dass wir auf unsere 19 Grad kommen. Ungefähr 19 Grad. So, haben wir. Einmal fixieren. Und wir sehen ein bisschen höher. Kann sein, dass ich da gegen gekommen bin. Und wir haben unsere 19. Also 18,9 und 19. So genau sind wir nicht. Natürlich müssen wir den Begrenzer auch noch einstellen. Das habe ich jetzt gemacht. Und nun können wir loslegen. Einmal kurz sauber machen. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, bei der Spitze spüre ich den Grat deutlicher. Liegt aber auch daran, weil ich hier mehr geschliffen habe, um hier die ganzen Beschädigungen rauszubekommen. Und das sieht ziemlich gut aus, dass die raus sind. Jetzt muss ich hier noch ein bisschen nachschleifen, damit ich auch hier den Grat gleich stark spüre. Sind wir jetzt alle Körnungen durchgegangen, 150, 220, 400, 600 und dann 1000. Die fünf Stück sind wir durchgegangen und ich möchte jetzt einmal zeigen, wie es nach einem 1000 aussieht. Ja? Das ist jetzt ein dünnes Papier. Das funktioniert problemlos. Ich habe zwischendurch auch mit dem Papier bin ich durchgegangen, um einfach nur zu sehen, ob der irgendwo noch hängen bleibt. Ja? Schauen wir mal kurz, was unser Mikroskop hier sagt. Man sieht immer noch ein ganz leichter, ganz jetzt vom Bild her oben, das ist nicht perfekt ist. Da ist eine Kleinigkeit, wo es raussteht. Das könnte jetzt auch das Papier sein. Ja? Aber so einen leichten Grat kann man immer noch erkennen. Schaut mal, die Spitze sieht jetzt nicht perfekt aus. Ja? Aber ich hatte ja gesagt gehabt, da habe ich keine Lust, jetzt da noch viel dran zu machen. Da müssen wir noch viel mehr Material abnehmen. Aber ansonsten sieht es ziemlich gut aus. Und eigentlich reicht es schon aus, ja? Das reicht schon aus, um zu sagen, okay, das Messer ist scharf. Es ist wirklich scharf. Ich merke sofort, wenn ich dagegen komme. Wir gehen jetzt mal die extra Meile. Wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter und benutzen Stroppy Stuff. Wir hatten ja schon ein Video gemacht, wo ich das aufgebracht habe und das reicht. Also, wenn man das jetzt sich anschaut, man sieht, da ist einiges an Abtrag da. Aber das ist noch vollkommen okay, dass wir es nochmal benutzen. Was ich jetzt natürlich machen muss, ist hier einmal die Dickeneinstellung ausgleichend einzustellen. Zack, einmal drauf und zudrehen. So, und jetzt kann ich das natürlich hier drauf machen. Beim Stropping sollte man Folgendes beachten. Und zwar, dass ich immer nur Zugbewegungen mache. Ja? Gerade wenn ich Leder habe, erst recht. Und natürlich beim Holz auch, weil man schneidet sich das ins Holz ganz schnell rein. Einmal. Zweimal. Und schon. Seht ihr den Unterschied? Wie ist das nach dem zweimal? Ich habe zweimal drüber gezogen.
Und schon sieht es so aus, ja. Wir ziehen jetzt noch ein paar Mal drüber. Und das ist jetzt die 4 Mikron. Und dann gehen wir feiner und zeigen es euch einfach, wie fein das wird. Beim Stroppen auch keinen Druck ausüben, sondern einfach nur leicht abziehen. Wir hätten jetzt auf der anderen Seite dreimal abgezogen, das machen wir jetzt hier auch. Und wir wechseln wieder. Fünfmal und jetzt die andere Seite auch. Und dann schauen wir, wie es aussieht, wenn wir wirklich nur fünfmal drüber gegangen sind. Fünfmal und dann nehmen wir wieder unser Mikroskop hier. Guckt ihr das mal an. Super. Das waren jetzt 4 Mikron und das ist ja das Ergebnis, dass das, was wir sehen wollen, ist dieses Schwarze. Ja? Das Schwarze ist ein Material, das durch die Diamantpaste abgetragen worden ist. Das wollen wir sehen. So, dann gehen wir über auf 1 Mikron. So sieht es zurzeit aus, ja. Kaum Materialabnahme. Bei denen ist die Dicke gleich, das weiß ich, deswegen brauche ich das nicht nochmal nachzustellen. Aber wenn ich die dann mal abgeschliffen habe, das werde ich bei Gelegenheit machen müssen, dann muss ich natürlich auch nachstellen. Gut, dann legen wir los mit 1 Mikron. Das fünfte Mal. Gut, nehmen wir wieder unser Mikroskop her. So, sieht super aus. Es ist noch glatter geworden. Wenn ich das wirklich zum Polieren bringen wollen würde, dann dürften natürlich diese ganzen Streifen nicht sichtbar sein. Ja, diese Streifen, woher kommen die? Das sind vom Diamantstein. Und wenn ich etwas polieren möchte, geht man nicht auf Diamantstein, sondern wechselt man auf Naturstein oder künstlichen Stein. Beim Polieren wollen wir jetzt nicht. Es sieht vom Auge her sieht's klasse aus und das hat man jetzt auch gesehen mit dem Mikroskop. Und schauen wir mal, wie das Ergebnis hier aussieht. Ist ein bisschen zu weich, aber probieren wir es mal. Oh! Nochmal. Also es ist, schaut mal, was für ein fertiges Papier das ist. Jetzt schaut mal. Also die Paste, die bringt wirklich was. Macht Spaß, ja, das zu machen. Und das sind jetzt 19 Grad, ja. Sieht sehr gut aus, gefällt mir. Holen wir es mal raus, das Messer. Also ich bin jetzt bei 1 Mikron. Die 0,5 und 0,25 Mikron, die mache ich jetzt nicht. Die sind wirklich gut, wenn man Haare spalten will. Jetzt im Ernst, Haare spalten. Brauche ich aber nicht für meinen Daily Use, vor allem erste Mal gegen irgendwas Hartes, erste Mal gegen Metall oder gegen irgendeine Klammer oder was auch immer, ist es schon vorbei. Gut, wenn wir uns das jetzt mal hier in der Perspektive anschauen, das sieht wirklich sehr schön aus, glänzt auch schön. Mit bloßem Auge würde man, wenn man grob schaut, würde man sagen, okay, es ist poliert, aber natürlich, wenn ich sehen möchte und sagen möchte, ob es wirklich poliert ist, wenn ich ganz nah dran gehe, dann sehe ich immer noch leichte Riefen. Mir geht es auch nicht ums Polieren, ja. Wir probieren mal was anderes aus. Also, was wir jetzt benutzt haben, waren ja die Standardsteine bis zum 1000er. Und ich stehe mal kurz auf. Probieren wir es mal aus. Also, wenn jemand als Buchmacher arbeitet oder Buchbinder arbeitet, nicht Buchmacher, sondern Buchbinder, waren jetzt Standardsteine, ja, bis zum 1000er und mit dem Stroppy Stuff. Und dann kann ich hier sowas machen, mit dem Telefonbuch oder hier in dem Fall mit dem Katalog von wer auch immer das ist. Ich bin sehr zufrieden. Für den Tagesgebrauch ist es schon zu viel, aber ja, wir wollen ja auch was zeigen, was man damit machen kann. Allgemein mit dem Schleifen bin ich auch sehr zufrieden. Was mir aufgefallen ist, das liegt daran, schaut mal, ihr seht jetzt hier einen leichten Spalt. Und genau, normalerweise, was sein möchte, müsste, ist so. Jetzt wird das nicht ausrasten. Nur, wenn man während des Schleifens das nur leicht, so leicht fixiert, in Anführungszeichen, dann passiert das, dass er dann bei Bewegungen und so weiter dann hier sich öffnet und dann wegknickt.
aber bitte darauf achten, dass ihr die komplett fixiert, also bis man wirklich den Widerstand von diesem Halter spürt, dann wird er auch nicht mehr wegknicken. Ist mir jetzt zweimal, dreimal passiert während des Schleifens. Aber ja, wenn man darauf achtet, dass man das komplett so, wie es sein sollte, auch fest arretiert, dann knickt er auch nicht weg. Ist kein Mangel vom Gerät, sondern Anwenderfehler. Gut, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wie ich schon gesagt hatte in den Videos davor, wir freuen uns über Fragen, wir freuen uns über ein Abo von euch. Lasst die Glocke weg. So oft posten wir nicht, dass ihr dann sofort sehen müsst, wenn wir posten. Aber ein Abo würden wir uns freuen. Wenn ihr Fragen habt, besucht uns auf sharpinator.de. Dort habt ihr die Möglichkeit, die Kontaktdaten einzusehen. Ihr könnt uns anrufen, beziehungsweise dann auch über die Kundenanfrage eine Kundennachricht schicken. Wir beantworten alle Anfragen und sind natürlich froh, wenn wir mit euch in Kontakt treten können. Gut, bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.